Wir kriegen bestimmt Besuch. Da würde ich für wetten. Warte. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht, dass da eine zweite Schiene ist. Was soll das? Hör auf damit, lass das. Was soll das? Ich will das nicht. Ich möchte keine zweite Schiene haben. Lass das. Ich möchte das nicht. Ich will hier keinen Kampf haben. Ich bin noch gar nicht so weit. Ich habe doch gerade erst angefangen, hier schön zu sortieren alles. Irgendwas wird kommen. Da bin ich felsenfest von überzeugt. Fett war hier, ne? So. Trinken, trinken, trinken. Raw Meat haben wir auch schon wieder. Können wir hier reinpacken. So. Bin da, wer noch? Da kommt gleich irgendein Dings angefahren. Da würde ich verwetten. Irgendein anderer Zug oder so. Und dann werden wir angegriffen. Das ist nie... Das heißt nie was Gutes, wenn wir da noch eine zweite Schiene neben uns haben. Vor allem kommen die so nah, als würden die gleich rüberspringen. Das Problem ist, es sind so viele Ressourcen. Ich würde auch gerne sammeln. Was ich auch jetzt erstmal mache, solange noch nichts passiert. Das ist auch ein ganz normales Gleis. Was erwartet uns hinter dem Nebel des Grauens? Da komme ich noch nicht dran. Was könnte das sein? Chu-chu. Und ich sag's noch in irgendeiner Folge. Das wäre so mies, wenn neben uns ein Gleis wäre. Weil warum sollte man schneller fahren? Wahrscheinlich genau deswegen. Da gibt es ja auch Weichen, wo man abfahren kann. Das wäre interessant. Irgendwas kommt. Irgendwas wird passieren. Oh, da drüben ist noch mehr. So, ich halte jetzt trotzdem zwischendurch ein bisschen an. Weil, ganz ehrlich... Wenn wir die Möglichkeit haben, jetzt gerade hier schon. Was ist das denn da? Oh, da ist Kohle. Oh, da komme ich aber nicht hin. Das ist so weit weg. Doch, warte mal. Moment. Wo haben wir es? Da. Das dürfte eigentlich gehen. Erstmal, weil Kohle ist immer gut. Kohle möchte ich nicht liegen lassen. Warte. Kohle möchte ich auf gar keinen Fall liegen lassen. So, da ist nochmal Scrap Metal. Richtig viele am Rumliegen. Oder am Rumschweben, besser gesagt. So, warte, ich gehe wieder zurück zum Train. Take me to the train, 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 train. Take me to the train, 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 train. So, war es das jetzt hier erstmal? Da ist noch Scrap Metal. Komme ich da dran? Nee, ne? Zu weit weg, oder? Das ist zu weit weg. Shit. Mist. Leder. So, dann düsen wir mal ein Stück weiter. Ja, das gefällt mir. Oder da kommt gleich irgendwas anderes da vorne. Und die kommen nicht von hinten. Ich hab's gewusst. Wo, so sind sie.
Wo? Wo? Was ist das da hinten? Oder ist das unser Seil? Musik ist dramatisch, aber nichts passiert. Oh, da kommen sie. Oh, der Zug kommt. Uff. Alter Bruder, da muss ich aber los. Alter, die sind bei uns drauf. Lade nach. Die Ferkels. Bleib hier mit der Munition. Ich muss zurück zum Zug. Ey, ich will zurück zum Zug. Lade nach! Keine Munition! Oh Gott, ich will zurück zum Zug! Ich komm nicht zurück zum Zug! Oh, der klaut was! Der klaut die Kiste! Ich komm nicht zurück zum Zug! Ich komm nicht zurück zum Zug! Oh, komm her! Mann! Ihr könnt mich mal! Nimm die scheiß Kiste! Hä, wie geil ist das denn, Alter? Oh Gott, was geht hier ab, Alter? Place doch mal! Place doch mal die scheiß Kiste! Ich kann nichts machen. Nein, doch nicht den... Oh. Klauen die mir einfach die Dings, Alter. Das Problem ist, dadurch, dass wir keine Munition mehr haben, ist das natürlich richtig Schmutz, ne? Habe ich keine Munition mehr? Nein, habe ich nicht. Können wir mit dem Zug nicht einfach anhalten? Sie machen mir auch den ganzen Zug kaputt, ne? Oh, Alter, warte mal. Oh, back to train! Back to train! Back to the train! Kann man den stoppen? Kann ich ihn anhalten hier, den Zug? Alter, ihr verdammten Pisser, wollte ich gerade schon sagen. Da wollten die mir die Kiste klauen. Ist sowas möglich? Warte. Kann ich hier platzieren? Ja. Da wollten die mir die Kiste klauen. Alter, was ist das hier? Boah. Puh, ich muss jetzt erstmal... Puh, Alter, ich sammle jetzt erstmal. Wenn wir schon einmal dabei sind. Und dann gucken wir uns gleich den Zug an. Vielleicht können wir da was abgrabbeln oder so. Vielleicht Wände oder so. Hier war bestimmt so viel Stuff am Liegen. Und dann bauen die hier einfach so eine Bridge. Guck mal, die haben jetzt einfach so eine Brücke gebaut. Hier. Die können die irgendwie ablassen. Und dann hängen die sich an.
Was ein paar Ferkels. Hä, wie geil, mit Schlafkabinen und so. Ich will das auch haben mit Wänden. Hier, wo man so durchschießen kann. Ich will gar nicht wissen, wie kaputt mein Dings ist. Mein Zug. Dadurch, dass sie da so rumgeballert haben. So, Inventory full. Was ist das hier? Ah, war schon irgendwie ganz geil, ne, muss ich sagen. War schon sehr spannend. Ich bin den Scheiß... Ja, hab ich noch. Krass, Alter. Und ich hab's doch noch... Und ich hab's noch gesagt. Was wäre, wenn... Ich sollte einfach mal meinen Mund halten. Das ist halt... Oh Mann, ich will einfach in den Zug umsteigen hier. Kann ich den einfach mitnehmen, den Zug hier? Den kann ich anscheinend auch nicht bedienen, ne? Alter, was für eine Gun die einfach haben. Das wird, glaube ich, noch sehr, sehr interessant. Hä, was war das für eine Lebensanzeige? Hier der Zug oder was? Ach, da kann man rausschießen. Ist ja krass. Ja. Jetzt meine Frage. Was hat hier was abbekommen? 99, 99, 98... Das Ding muss viel abbekommen haben, oder? Ja, 10 noch. Alter Schwede. Ich stelle mal eben schnell ein Dings her. Ein Barren. Das habe ich mir schon gedacht, dass das Ding fast kaputt ist. Weil das war ja schon... Die standen ja dahinter und waren auf uns am Ballern. Aber krass, dass man einfach in den hier Zug einsteigen kann. Ist halt super. So, mal eben was trinken. Kein Feuer. Feuerholz haben wir. Wir können auch nochmal eben schnell hier auffüllen alles. So. Voll die Action hier. Alter Verwalter. Aber krass, guck mal, da kann man auch anscheinend Wände drauf bauen an der Seite hier. So Schutzwände. Haben die ja. Und die Musik kam. Und ich wusste es ganz genau. Die Musik kam. So, Repair. Achso, brauchen wir Holz. Haben wir schon weggetan gerade. So, Repair. Das ist auch kaputt. Was brauchen wir denn dafür? Scrap Metal. Ah, es ist repariert. Gut. Scrap Metal. Gut. Jetzt haben wir gleich nichts mehr, ne? Ja, war klar. Scrap Metal. Da haben wir einen Barren. Barren. Wir haben keinen Barren und kein Scrap Metal mehr. Sehe ich das richtig? Ich glaube ja. Wir haben auch keinen Wood mehr, ne? Doch, Scrap Metal haben wir eigentlich noch. Aber wir haben keine Barren mehr. So. Also reparieren sollten wir auf jeden Fall, weil ich möchte hier nicht die ganze Anlage verlieren. Wenn wir schon einmal dabei sind. Puh, da müssen wir mal gucken, dass wir den nächsten Mal irgendwie hier weiter researchen. Weil das wird, glaube ich, noch wichtig. Weil wir werden wahrscheinlich Steel und so brauchen. Vielleicht für Wände und so. Könnte ich mir vorstellen, für Schutzwände. Dass wir die Stahlproduktion brauchen dafür. So, dann lass mal reparieren die Werkbank. So, hier haben wir soweit alles. Die Research Table ist auch in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Kisten wollen wir noch. Und dann haben wir soweit alles repariert. Alles ist wieder in Ordnung. Sehr schön. Das freut mich. Die Kohle würde ich einmal hier drin rumdrillen. So. Da hast du gesehen, klaut er die Kiste und rennt so über die... Abgefahren einfach. Wie krass einfach das war. So, jetzt müssen wir eben einmal auffüllen hier die Kisten. So, dann haben wir das nämlich auch schon wieder fast voll. Leder dürfte jetzt auch demnächst voll sein, ne? Ja, wird so langsam. So, einmal Wood haben wir noch. Wo haben wir denn? Haben wir hier was rausgenommen? Ja, hier. Da unten ist auch voll, okay. Da haben wir nochmal Wood. Dankeschön. Und er hat noch nicht gesammelt, ne? Okay, dann können wir die Kohle hinten holen. So. Und die würde ich einmal hier reinpacken. Müssen wir nur dran denken. Komme ich da dran? Was passiert denn eigentlich, wenn ich jetzt rückwärts fahre?
Oder beziehungsweise weiterfahre. Der Zug bleibt wahrscheinlich stehen, ne? Schätze ich mal, oder? Also der wird wahrscheinlich stehen bleiben. Ich kann auch da, glaube ich, nichts abbauen, oder? Probier mal was. Nee, ich kann hier nichts abbauen. Das geht nicht. Okay. Schade. Ich dachte, man kann sich da vielleicht irgendwas mitnehmen oder so. Da ist noch Holz. Das war auf jeden Fall sehr... ich muss sagen, das war auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und sehr aufregend. Weil die Munition auf einmal alle war. Kann ich Munition eigentlich herstellen? Glaube nicht, ne? Hier ist nur Waffe. Kern, Core, Magazin. Also das ist wahrscheinlich Magazingröße, ne? Ja, okay. Wir können sie mal reparieren. Zu Vorsicht. So, das Wood würde ich einmal hier reinlegen, wieder in die Kiste. Da, so. Und... da, nochmal Wood. Sehr schön. So. Ja, wir haben alles. Der Zug ist, glaube ich, durch. Bevor wir aber jetzt weiter düsen. Was brauchen wir denn dafür? Das haben wir noch gar nicht, ne? Das wäre hier. Das müssen wir erst haben. Was ist das daneben? Was brauchen wir denn da? Dann sollen wir erst die Schmelze bauen. Ich würde mir das nochmal eben aufschreiben. So wie ich das im letzten Mal gemacht habe. Also wir brauchen auf jeden Fall 6 normale Barren. 6 Barren. Dann brauchen wir 2x Schrauben. Dann brauchen wir 4x Zahnräder. Und 4x Kupfer. Kupfer, Wire. So, das Ganze benötigt quasi, die Schrauben brauchen einen Barren, ne? Also 2 Barren. Die Zahnräder brauchen, glaube ich, auch jeweils einen Barren, ne? Meine ich zumindest. Ich gucke nochmal eben nach. Ja, die brauchen auch einen Barren. Also brauchen wir da auch nochmal 4x Barren. 4x. Und Kupferwire brauchen wir... das war das, ne? Oder? Oder war das das andere? Ne, den Draht brauchen wir dann auch. Den Kupferdraht. Lass mal eben kurz gucken. Da brauchen wir auch einen... okay, also brauchen wir 4... Kupferbarren. Also brauchen wir insgesamt... 12 Barren brauchen wir. 12 Barren und 4... also unterm Strich 12x Barren und 4x Kupfer. Barren. Gut, gucken wir mal, ob wir das gebrutzelt kriegen. Das würde ich jetzt einmal machen. Da wir ja sowieso gerade eh noch nichts zu tun haben und auch wir ganz gut ausgerüstet sind, was Dings angeht. Wir haben ja die Kohle auch noch und so. Können wir jetzt nutzen, um zu verbraten. Ich fange mit dem, genau, mit dem Scrap Metal fange ich mal hier an, abzuarbeiten. So, wir brauchen insgesamt, was habe ich gesagt, 12 Barren. Die stelle ich jetzt erstmal her. 12 Stück. So, 5. Das ist jetzt erstmal Holz, das wird jetzt gleich weggehen. Ich fahre mal ein Stück weiter. Ja, der Zug bleibt stehen. Okay. Da kommt Holz und so wieder. Wir müssen auch Dings herstellen, ne? Warte mal eben. Also müssen wir... warte. Hier, das will ich einmal machen. Damit wir wenigstens ein bisschen Rüstung wieder haben, falls nochmal was passiert. So, die Kohle hier rein. Los. Zack. So, das heißt, wir haben 4 Barren jetzt gleich, ne? Während die Barren brutzeln, kann ich ja noch ein bisschen weiter farmen. Wenn wir schon einmal dabei sind. Da drüben ist ja auch noch ein bisschen. Gucken wir mal, ob ich da gleich hinkomme. Ist die Dings fertig? Ja, jetzt gleich. So, warte. Das wären jetzt 4 Stück, ne? Das heißt, wir haben jetzt 4. Nein, 5. Da haben wir 5. Hatte ich noch einen übrig? Okay. Gut, dann machen wir nochmal 5.
wird wahrscheinlich auch nicht mehr reichen. Nice. Na, reicht nicht ganz. Mist. Okay, warte. Ist ja nicht schlimm. Wir können ja hier Dings, ne? Wollte gerade sagen. Wir haben ja noch ein paar Ringe, ne? Die wir nutzen können. So. Aber wenn schon, denn schon. So. Da drüben ist auch noch jede Menge. So. Da sieh mal einer an. Richtig viel Ressourcen hier. Wir sollten auf jeden Fall weiterbauen. Das steht schon mal fest. Die werden eh beide hier gebrutzelt. Da können wir auch beide Kohle da reinschmeißen. Ich fahre mal ein Stück weiter. Da ist auch noch. Oh, warte mal. Komme ich da von hier aus dran? Ja. Nice. Ja, mit dem Zug gespannt, ob die Weiche gleich woanders hingeht, bin ich mal gespannt. Also die Schiene. So. Wie Sie sehen Sie nichts. Und weil Sie nichts sehen, sehen Sie morgen. Oder übermorgen oder gar nicht. Einmal bitte anhalten. Weil da drüben weiß ich, ich wollte gerade sagen, da drüben war nämlich auch noch was gewesen. So, wir müssen nochmal. 10 haben wir jetzt, ne? Wir brauchen 12. Also noch 2, wenn ich richtig gerechnet habe jetzt. Wenn wir 10 jetzt im Backpack haben. So. Aber war klar, dass da noch ein Zug kommt. Es war so offensichtlich. Oh, wollte die Waffe wieder mitnehmen. Die lag da noch auf dem Tisch. Blöd, nur ohne Munition. So, haben wir jetzt 12? Ja, 10, 12. Okay, das passt. Heißt also für uns, wir brauchen... Achso, wir müssen ja noch Dings herstellen, ne? Stimmt. 4 Kupferbarren brauchen wir noch. Okay, dazu brauchen wir 4-mal grünen Stuff, also grüne Chemikalie. 4-mal. Warte, wir haben noch woanders grün, ne? Da. 2. Oh, nochmal 2. 4-mal Chemikalie. Dann in der Schmelze machen wir 4-mal Kupferbarren. So. Und jetzt stelle ich schon mal her, das, was wir brauchen. Wir benötigen nämlich 2-mal Schrauben. Währenddessen düsen wir mal ein Stück weiter. Nicht, dass jetzt gleich noch ein Zug kommt, ne? Dann flippe ich aus. Ich darf das Essen und Trinken hier nicht vergessen, ne? Das ist ganz wichtig. Weil nicht, dass wir hier verhungern, verdursten oder so, ne? Das ist auch ganz, ganz wichtig. Das darf ich nicht unterschätzen, ne? Naja, wir haben jetzt Hälfte Essen, Hälfte Trinken. Ganz wichtig, dass wir das jetzt mal gleich machen. So, die Barren sind fertig, die Schrauben sind auch fertig. Jetzt brauchen wir noch die Zahnräder. 4 Stück. 4. So, 4. Da kommen wir noch nicht dran, ne? Nein. Okay. Dann würde ich mal eben was zu essen machen. Weil wir ja, das kann ich essen. So, Kitchen, Food. Trinken auch gleich. So, Zahnräder haben wir. Kupferwire, alle Copperwire brauchen wir noch. Das war das hier, genau. Copperpipe. 4 Stück. Dafür waren ja die Kupferbarren, ne? Genau. So, essen. Jetzt noch Trinken herstellen. Dann haben wir gleich alles. So, und dann... Oh, er hat wieder gesammelt. Gizmo hat wieder gesammelt. Danke! So, trinken wir mal. Oh, ihm fehlt wieder ein bisschen brennbarer Stoff. Aber die Kohle bringt jetzt am meisten tatsächlich, ne?
was jetzt, ja, was jetzt Dings angeht. So, jetzt haben wir eigentlich alles, oder? Ja, Schmelze 2. Die können wir bestimmt auch bauen, ne? Neuer Blueprint. Nein. Ich hätte gern das Buch einmal. Lieber Herr Hammer. So, wo ist er denn? Ja, Schmelze 2. Wir brauchen das Ganze nochmal. Würde ich, ja. Würde ich machen, wenn ich König von Deutschland wäre. Nein, Quatsch. Würde ich machen wollen, ja. Tatsächlich, ja. Würde ich machen. Weil wir gerade so im Flow sind. Da ist noch Holz. Das will ich holen. Da ist noch mehr Holz. Das heißt also, ab hier hin. Und ab pickuppen. Pickup. Pickup. Und Pickup. Pickup. Der Picknicker. Kein Scheiß, Mann. Yeah, jeder weiß, Mann, ich bin der Picknicker. War auch so ein Lied, ne? Weiß gar nicht mehr, wer hat das denn nochmal? Von wem war das nochmal? Hey, ich bin der Picknicker. Kein Scheiß, Mann. Yeah, jeder weiß, Mann, ich bin der Picknicker. Da sind schon wieder Glühwürmchen. Oder? Da ist Kohle. Nice, Mann. Kohle, ich komme. Kohle, Kohle, Kohle. Heißt also, wir werden die mal eben zerquetschen. In kleinere Brocken. Hier im Driller. So. Und nehme ich direkt mit. Geht ja eigentlich relativ zügig. Und dann würde ich sagen, wir brauchen 12 Barren wieder, ne? Warte, ich hole nochmal eben ein bisschen Scrap Metal. So. Ist ja nicht so, dass wir nicht genug haben. So, 5 Stück hätte ich gerne. Die zweite Schmelze würde ich herstellen, um einfach mal zu gucken, was wir damit bauen können. Wir müssen ja sowieso die anderen Sachen auch noch researchen, ne? Also hier. Das müssen wir auf jeden Fall machen. Dazu brauchen wir aber da dieses... Ich weiß nicht, was dieser Knubbel da unten ist. Weil man kann da leider nicht mit der Maus drauf fahren. Weil das ist auf jeden Fall... Das, was da unten rechts jetzt... Also das hier. Ja, das. Das hier. Das ist, glaube ich, das. Das hier oben. Das ist Zink. Aber dieser Knubbel, der hier ist... Ich weiß nicht, was es ist. Vielleicht stellen wir das mit der Schmelze her. Ich bin mir nicht sicher. Keine Ahnung. Müssen wir mal gucken. So, ja, Kohle. Komm, Kohle, Rinder. So. Holz kann ich mal weglegen erstmal, aktuell noch. Haben wir alles voll mit Holz? Ich wollte schon gerade sagen. Ja, ein bisschen Holz nehmen wir noch mit, falls das nochmal ausgeht. Die Kohle. Ich düse mal weiter. Da kommt ja noch ein bisschen was für uns. So, nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Nehmen wir auch mit. Bin echt gespannt, wie lange die Schiene jetzt hier neben uns bleibt. Ob da noch gleich noch andere kommen. Ja, es wäre nicht so schön, wenn ich das so sagen darf. Ich würde da gerne das Holz mitnehmen. Geht nicht, verdammt. Ah, die Schiene biegt da hinten ab. Okay, alles klar. Heißt also, wir sind die gleich los. Das ist also einmal so eine Action gewesen, dann war's das. Da unten ist nochmal Holz gewesen. Hallo. Ich komme. Zack. So, lassen wir mit. Jetzt brauchen wir noch 2, ne? Und dann brauchen wir nochmal 4-mal Kupfer. Ah, es hält schon sehr, sehr. Also es hält auf jeden Fall länger als wie Dings. Muss man einfach sagen. So, nochmal Wood. Und nochmal Wood. Sehr schön. Die sammeln ja ordentlich Wood für uns. Wood in a Foot. So, dann hätte ich gerne 4-mal Kupfer. Achso, brauchen wir ja 4-mal Chemikalie. Ich vergesse das immer wieder. Das geht ja nicht einfach so. So, ich hätte gern einmal 4-mal Chemikalie. Einen hätte ich gerne gedroppt. Danke.
Ich überlege, ob ich die Schmelze dann abreiße. Ob man dann hier auch, also diese Standardsachen da herstellen kann bei der zweiten Schmelze. Das wäre jetzt halt mal interessant zu wissen. Weil dann könnte man die irgendwo anders platzieren. Ich finde es gut, dass wir den Garten hier schon haben, aber der Garten halt noch gar nichts bringt. Die Seeds werden wir bestimmt auch irgendwann mal finden. Da, ja, da ist noch Wood. Ja, komm, scheiß drauf, da gehe ich jetzt hin. Nichts liegen lassen. Lass hier nichts verkommen. So. So. Da wären wir auch schon. Wieder. So, jetzt haben wir alles, ne? Jetzt brauchen wir also wieder zweimal Schrauben. Dann brauchen wir viermal Zahnräder. Das geht ja eigentlich relativ zügig. So, viermal Zahnräder. 1, 3, 4. Dessen düse ich mal weiter und sammle wieder hier schön fleißig ein von unseren Kollegen. Plum, plum. Piu. Aber doppelte Chance hier abzugrasen Ressourcen, ne? Weil auf der anderen Seite ja auch war. Natürlich ist natürlich supi, ne? Also supi natürlich für uns auch. Ja, sehr schön. So, wir müssen noch weiter bauen. Jetzt brauchen wir noch... das war das viermal, ne? Genau. So. Ist man schon wieder gesammelt? Nein. Okay. Ja, da geht die Schiene jetzt dahin. Hier ist aber auch sonst nichts mehr. Ich weiß nicht, ob wir da hinten irgendwie auf die Inseln kommen oder auf die. Ich würde das irgendwann auch mal, auf jeden Fall mal... Auf jeden Fall irgendwann mal probieren. So, wir haben, glaube ich, alles, ne? Schmelze 2. Ach, 6 Barren brauchen wir noch. 6 Barren, okay. Ja, dann machen wir nochmal 6 Barren. Und dann können wir die zweite Level 2 Schmelze bauen. Dann werden wir wahrscheinlich in die Stahlproduktion gehen. Und dort werden wir wahrscheinlich auch, ich gehe von aus, mehr über die anderen Sachen erfahren, was man so machen kann. Also gibt es nicht nur Außenposten, die auf die auf den Schienen auf uns warten, so wie es wir einmal hatten, so eine Sperre, sondern gibt es tatsächlich auch Züge. Also Weichen, die kommen und uns das Leben schwer machen. Das ist natürlich toll. Das ist natürlich ganz großes Kino. Ja, super. Oh, Inventory full. Oh, Moment, halt, stopp. Dann essen wir erstmal. Ah ja, stimmt, wir wollten ja noch ein bisschen bauen, ne? Und ich will mal eben das Grüne einsortieren. Einen Barren muss ich noch herstellen. So, dann haben wir das auch. Warte, Moment. Da ist Grün. Da kommt Grün rein. Hätte auch schon wieder gesammelt, Scrap Metal. So, heißt also, wir haben alles. Ich sortiere mal. Holz auch wieder. Sind die alle voll? Die sind... Ne, da fehlt noch was. Die sind alle voll mit Holz. Die auch. Die noch nicht. Krass. Wir haben alles. Achso, es geht nur stacken mit 5, ne? Stimmt, da war ja was. Wir haben fast alles voll mit Holz, ne? Und hier Scrap Metal ist auch gut bedient. So, heißt also, jetzt können wir die Schmelze bauen, die zweite, ne? Ja, genau. Braucht natürlich auch mehr Platz, ist logisch. Die Frage ist, platziere ich die da hinten hin? Würde ja Sinn machen. Gut, hier ist ja sowieso die Dings. Da passt sie eh nicht hin, auch wenn wir die andere ausbauen, dann müssen wir den Tisch umsetzen. Und da können wir sie auch nicht hin platzieren.
Ich würde sie vielleicht hier hinten hinzimmern. So, warte. Moment, haben wir gleich. Na. So. Was können wir denn hier Schönes machen? Aha, Stilbarren. Also wir brauchen die anderen also auch. Okay. Ein Barren brauchen wir für einen Stilbarren. Okay. Und braucht Feuer zweimal irgendwie. Naja, schauen wir mal. Gut. Trotzdem wissen wir immer noch nicht, wie wir an diese Sachen hier kommen, ne? Ja, müssen wir mal schauen. Da bin ich jetzt noch ein bisschen überfragt. Oder können wir bei dem Crusher irgendwas machen damit, mit den Steelbarren? Guck mal eben. Nee. Nein. Okay. Sonst irgendwas, was wir noch bauen können, was wir noch nicht gebaut haben? Workbench 1, der Driller, den haben wir. Haben wir? Lab 1 haben wir. Das haben wir eigentlich alles. Gut, okay. Nichtsdestotrotz einsortieren. Wir haben jetzt wieder ein bisschen gebaut, ne? Das heißt also, uns fehlt wieder ein bisschen Bumsdings, wollte ich gerade sagen. So. Die Ringe. Ja, komm, wir packen die Ringe hier rein. Den Barren. Ja, hier von mir aus auch gerne. So. Krimskramskiste, wie immer. Ja. Ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter. Denn hier, ja, endet unsere Reise für diese Folge. Ich würde sagen, beim nächsten Mal schauen wir mal, wo wir hinkommen. Wir müssen ja noch zum Depot. Wir müssen die Kiste noch öffnen. Das steht beim nächsten Mal an. Ne, die ominöse Kiste, die sollte uns ja gestohlen werden. Müssen wir nächstes Mal aufpassen. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr einschaltet. Ich hoffe, wir kriegen dann irgendwie hier mal demnächst mal raus, was wir, wie wir weiterkommen. Dass wir hier den Zug auch demnächst mal ausbauen können. Das wäre ganz schön. Vielleicht, dass wir auch Wände kriegen. Das möchte ich gerne haben. Und dann schalte ich auf jeden Fall wieder ein bei Void Train. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet. Also macht's gut. Bis dahin. Tschüss.